Am 12. Spieltag der Kreisliga Westlausitz Staffel Nord war wieder einmal Derby-Time. Der SV Laubusch traf auf den FSV Lauter. Knapp 400 Zuschauer kamen zu diesem Spiel in das Glückaufstadion. Lauter war von Beginn an die bessere Mannschaft und ließ Laubusch nicht ins Spiel kommen. Die erste Chance für Lauter hatte Christopher Scharf nach diesem Schuss, den der Lauburscher Schlussmann aber problemlos hielt. In der 23. Spielminute erkämpfte sich Anni Buchholz im Strafraum des Gastgebers den Ball. Sein Rückpass kam genau auf Christopher Scharf, der aus etwa 8 Metern nur knapp das Tor verfehlte. Die erste Möglichkeit für Laubusch ergab sich in der 29. Spielminute. Dieser Schuss von Ronny Hahn ging nur knapp übers Tor. In der 36. Spielminute sahen die Zuschauer einen super Angriff von Lauter, eingeleitet von René Springer über Lars Ulbrich, der den Ball scharf nach innen spielte und Andi Buchholz vollendete zum 1:0 für Lauter. Die zweite Halbzeit begann für Lauter mit dem gleichen Elan, wie die erste endete. Nach diesem Eckball von Marco Lebinat in der 48. Spielminute köpfte Andi Buchholz zum 2:0 für Lauter ein. Dieser Eckball von René Springer brachte fast das 3:0 für Lauter. In der 59. Spielminute fiel die Entscheidung. René Springer erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und passte auf Andi Buchholz, der aus etwa 16 Meter zum 3:0 für Lauter einschoss. Das 4:0 für Lauter fiel in der 66. Spielminute durch Hannes Dietrich nach einem Pass von Christopher Scharf. Lauter schaltete nun einen Gang zurück und Laubusch kam etwas besser ins Spiel.
Nach einem Handspiel im Strafraum in der 88. Spielminute bekam Laubusch einen Elfmeter, den Frank Wittek verwandelte. Am Ende ein hochverdienter Derby-Sieg für Lauter. Laubusch war im gesamten Spiel kampf- und ideenlos. Ja, wollen wir nur schauen! Ja, runter, runter! Ja, runter. Ja, runter. Ja, runter. Ja, runter.